Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute geht es wieder um das Lowe's Elite TI. Und zwar zeige ich euch heute, wie man die Wassertemperatur konfiguriert. Ja, wie stelle ich die Wassertemperatur ein? Hier wird sie jetzt angezeigt. Manchmal ist es der Fall, dass es nicht von Anfang an so ist. Und das Ganze zu konfigurieren ist wirklich recht simpel. Ich drücke wieder auf die An-Taste, auf Edit Overlays, gehe dann auf die Wassertemperatur drauf, klicke dann auf Hinzufügen, gehe auf Sonar und hier wird mir jetzt die Wassertemperatur angezeigt. Wenn ich jetzt rechts auf den blauen Pfeil nach unten gehe und könnte jetzt einfach Konfiguriere Datenquelle auswählen. Kann ich jetzt leider nicht, da ich keinen Geber angeschlossen habe. Trocken soll er ja nicht laufen, davon geht er kaputt. Und dann bekommt ihr im weiteren Menü angezeigt, dass ihr den Geber auswählen könnt, dass dadurch die Wassertemperatur entnommen wird. Da dann einfach wieder das Ganze bestätigen, auf Speichern drücken und schon ist das Ganze konfiguriert. Es gibt noch einen zweiten Weg und zwar, wenn ich komplett rausgehe, auf Einstellung gehe, auf Sonar klicke, Installation und dann Wassertemperatur. Hier auch wieder ist jetzt keine Temperaturquelle angegeben, weil ich wie gesagt keinen Geber angeschlossen habe. Auch hier könnt ihr jetzt einfach den Geber auswählen, auf Speichern klicken, nochmal auf Speichern und die Wassertemperatur ist konfiguriert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke hier die weitere Playlist über das Lowe's Elite TI. Da sind noch die ein oder anderen Sachen dabei. Schaut doch einfach mal durch. Lasst mir ein Abo da. Bis dahin, euer Daniel.